Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 344. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark Natural Disasters und Stadiums Let's Play. Ein kleiner Flug über die Stadt. Das ist schon recht eindrucksvoll. Ja, geschmeidige Drehung. Ja, und jetzt nochmal so von oben. Aber man merkt ja nicht, wie groß das Ding so mit der Zeit wird. Nice. Okay, was haben wir in letzter Zeit gemacht? Ist das hier unten? Ich dachte, wir hätten Icons. Nee. Wir haben uns hier um den Verkehr direkt am Krater gekümmert, da wir hier fette Staus hatten. In diesem Gebiet. Sieht ein bisschen gelöster aus. Aber so richtig entspannt ist das noch nicht. Ist auch immer noch blutrot. Gut, eine Buslinie habe ich hier schon runternehmen können. Und da war noch eine zweite Buslinie. Mal gucken. Erstmal raussuchen. Na, okay. Schauen wir mal, was machst du denn? Ah, okay. Zwei Stück fahren hier lang. Und die müssten wir auch über den Innenkreis legen. Also eine zumindest hier direkt durch die Mitte, wie diese. Na, fangen wir einfach los. Pass auf, ich nehme ihn hier weg. Und hätte gerne diese Station hier. Macht er das? Ja, macht er. Sehr schön. Und dann können wir hier drüben noch eine setzen. Eine setzen. Gesetzt. Okay, haben wir schon mal ein wenig Platz gemacht. Und ich glaube, wir lösen mal die Bushaltestellen hier auf. Schon mal prophylaktisch. Und Umsteiger, so wie es aussieht. Jawohl, immer mehrere Haltestellen übereinander. So, hier sind keine Haltestellen. So, wo werden wir dann kommen? Wir werden hier oben drüber ankommen. Guck mal, was sich hier so staut. Sehe ich auch gerade. Oh, da müssen wir auch gleich mal gucken. Einer after dem anderen. So, wir müssten praktisch die hier erstmal nach oben fahren lassen. Oder ihr könnt da im Moment. Mach mal einfach eine Station, damit ich was zum Greifen habe. Mach mal. Da ist er. So, und die ziehe ich jetzt hier hin. Macht er. War schon mal mit ihm hier einen hoch. Möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass er auch hier durch die Mitte irgendwie fährt. Das heißt. Stationchen. Macht da sofort und wir können auch mal anhalten. So hier. Möchte aber immer noch hier unbedingt lang. Das heißt, kann ihn hier nochmal nehmen und hier rüberziehen. Und habe ihn so, wie ich ihn haben möchte. Ich glaube, hier können wir einen noch so fahren lassen. Glaube ich. So, ihn hier. Knallen wir die Achse zu mit Station. Dann habe ich das nächste Problem. Okay, dann bleibt nur noch er hier. Könnte ich ja hier lang fahren lassen noch. Testweise. Ja, hier fährt auch eine Tram. So,
Jetzt hier mit Stationen aus Tram. Ja, wir fangen drei Trams, allerdings in die andere Richtung, ne? Ja, trotzdem heißt das, dass dann diese Kreuzung wahrscheinlich ziemlich voll sein wird, obwohl die einfach bloß gerade rüberfahren. Fährt hier was vorbei? Sieht immer so aus. Ne, halten alle an. Okay. Checken wir nochmal. Bräuchten wir hier eine Station? Ja, eigentlich könnte man hier eine Station machen. Könnte auch hier eine Station machen. So, dann nehme ich nämlich die hier weg, direkt am Tunnel. Obwohl an dem Tunnel ja überhaupt ja nicht los ist, aber wer weiß. Okay. Haben wir diese Ecke freigekämpft. Ja, was ist denn mit den, was weiß ich, wie vielen Trams, die hier langfahren? Nee. Guck mal, alle an, alle aus, sind alle aus. Muss man immer kontrollieren, weil das Ding lässt manchmal einfach irgendwelche an. So. Alle aus, du hier hin und gucken wir mal. Er hier zum Beispiel. Was ist denn dein Auftrag? Du kommst aus der Stadt, drehst hier eine richtig große Runde, kommst dann hier hin und drehst hier, oder solltest ja auch mal zwei komplette Runden drehen. Will man denn da machen? Okay, eine kommt hier an. Fährt dann erstmal geradeaus? Was macht sie? Ich würde sagen, ja, die fährt erstmal geradeaus. Ist dann hier auf dem Außenring. Fährt dann hier lang. Jetzt sind es hier mittlerweile schon drei. So, und jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Ja, das muss ich auf jeden Fall entheddern irgendwie. Hier. Station. Erstmal Stationen wegnehmen. Dann hat sich gleich das Bild. Weg. So, was bleibt dann übrig? Er kommt, tuckert hier runter, dreht eine halbe Runde und fährt dann hier geradeaus zurück. Okay, kann ich mit arbeiten. Pass auf, Station und einmal hier hin. So, dann irgendwo hier eine Station, obwohl hier viele, viele Straßen sind. Einfach erstmal dahin. Hier oben. Und hier. Ich nehme ihn raus. Und ihn. Oh. Was ich nämlich auch machen könnte, ist, ich könnte hier Schiene reinlegen und hier. Und lass die dann ja nicht hier lang fahren, sondern lass die hier lang fahren. Halte ich für echt besser. Zack, zack. Und den, na den auch noch. Und den. Okay. Dann wieder hier. Ich nehme mir diese Station und ziehe sie, sagen wir mal,
hier hin. Nee, keine neue Anfang. So. Ungefähr so. Da oder da, da. Oder? Egal. So, jetzt fährt die hier rudimentär einmal lang. So, und wenn ich sie hier durch die Mitte fahren lassen möchte, muss sie auf jeden Fall über dieses Stück und das möchte ich gerne vermeiden. Könnte den Innenkranz, könnte ich Schiene machen und könnte die Schiene hier dafür wegnehmen. Wobei, ich habe noch nicht alle Linien gesehen, Vorsicht. Kann sein, dass hier in dem Bereich noch eine andere Linie aktiv ist und das sollte ich mir erstmal anschauen. Gut, auf jeden Fall haben wir die erstmal ein klein wenig entknotet, würde ich sagen. Gucken mal, was sich hier noch umtreibt. Da, die nächste. Ah. Sollte ich eine Linie so lassen? Die fährt einmal groß im Kreis. Dann einmal hier. Ich meine, ich könnte die auch einmal außen rumfahren lassen. Vielleicht genau in die andere Richtung. Wie die Bahn davor. What? Bis an, ja. Okay. Sucht sich den kürzesten Weg irgendwie hier lang. Okay. Er kommt. Hat hier seine erste Station. Wird angenommen. Finde ich gut. So. Beppen wir hier mal eine dumme Station hin. Und ziehen sie uns dorthin. Gut. Bitte mal eine Station. Die biegen wir dorthin. Oh. Weg. So. Und so. Na, wenn hier noch eine Bahn auf dem Bahnhof steht, denkt man immer, dass da irgendeine Bahn dran vorbeifährt. Aber ist meist nicht so. Okay. Könnte man, glaube ich, so lassen. Na, dann ist immer noch dieses Stückchen hier, ist ein bisschen gefährdet, verkehrsmäßig. Ja, schauen wir mal, vielleicht waren das immer noch nicht alle. So, die beiden haben wir. Und da kommt gleich die nächste. Ja, obwohl die mit unserem Verkehrsproblem nichts zu tun hat hier. Kann so bleiben. Er hier. Das sollte genau dieselbe sein wie die davor, allerdings in die andere Richtung. Ich mach die mal auch wieder an. Und schau mal, was passiert denn hier? Wir starten mal in dieser beliebigen Ecke. Hier lang. Hier runter, wendet. Und einfach wieder zurück, okay. Einmal nichts. Und du kommst weg. Und das scheint der kürzeste Weg zu sein. Deswegen machen wir hier wieder eine hin und biegen ein wenig. Hm.
Na, die Frage ist, ist das jetzt synchron mit den Stationen, die ich da vorgesetzt habe? Fragezeichen. Und muss ich auch noch, glaube ich, 1 oder 2 Stationen setzen von den Bahnen davor. Das muss ich mir eigentlich gleich nochmal angucken. Oh Gott, ist das eine Fummelarbeit, Leute. Okay, tendenziell richtig. Gibt es noch mehr, die hier rumtuckern? Weg, weg. Ach, Mann, dass sich das Fenster auch nicht merkt, wo es davor war. Dass man das immer wieder dahin ziehen muss. Die Flughafen-Sternlinie. Oh Gott. Die ja auch mittlerweile völlig wild geworden ist. Kann man ja fast ja nicht mehr. Oh, da muss ich auf jeden Fall auch mal gucken. Was da so los ist. Das sieht okay aus. Tja, weiter denn hier unten rein. Immer geradeaus, immer geradeaus. Oh, fehlen zig Stationen hier anscheinend. Verteilt sich denn hier, könnte aber auch geradeaus fahren und hier einfach wenden, wenn es hier einfach mal irgendwann zu voll wird für Straßenbahn. Okay, fährt wieder hoch, hier lang und in diesen Ast und hier passiert irgendwas. Ist nicht eine Station, das ist irgendein Weg, den sich die Engine selber sucht. Also kann die hier anscheinend nicht rüberfahren. Warum nicht? What? Straße kaputt oder was? Okay, mach mal Station hin. Würde er machen. Aber trotzdem muss er hier irgendwie was zaubern. Ist weg, ist weg. Weg und weg. Er sucht sich nicht den einfachsten, simpelsten Weg. Er muss irgendwas selber bauen. Ich mal ihn und jetzt ziehen wir ihn hier hin. Da funktioniert aber mal ja nichts. Ist irgendwie das Schienensystem ein wenig gestört, habe ich so das Gefühl. Komm mal her. So. Tudum, tudum. Was passiert jetzt? Er hat hier immer noch eine Station versteckt. Nehmen die mal weg und zack, gekittet. Die Straße, da war irgendein Schienenübergang nicht ganz in Ordnung. Okay, dann kriegt ihr eure Station hier auch wieder. Okay. Jetzt hier raus zum Flughafen. Große Drehung. Ja, hier lang. Ist auch irgendeine Anomalie. Fernweh Island. Hier, warum? Was ist da los? Hier ist los. Okay. Na. So. Aber man entdeckt immer wieder irgendwo was. Statt das alles andere als perfekt. Sie funktioniert, aber sie ist nicht perfekt. Bei weitem nicht.
Gut, wo waren wir eigentlich? Wir waren noch irgendwo am Krater. Tuff. Was ist denn dieser verfluchte Krater? Ein weiter. Gut, und ein weiter kommt er ja nicht mehr dran vorbei. Wir suchen weiter. Flughafen Sternlinie waren wir. Können wir wieder ausmachen. Ihn können wir wieder zur Seite packen. Ihn hier, Nord-Süd, haben wir noch. Ost-West? Warum? What? Na, Einheit scheint hier noch zu sein. Nord-Süd, was ist da los? Das sieht da auch wieder aus wie ein Irrläufer hier. Das stimmt doch alles hier nicht. Hier die Linie. Gut, hier ist mal eine Station. Aber hier sind ja keine. Oh Gott, irgendwas haut hier nicht hin. Oh, alter Falter. Okay. Dann schauen wir mal. Warum ist hier eine blaue Linie? Ach, das ist ja so eine super gebackte Linie, die auch überhaupt gar nicht mehr in der Liste dran ist. Hier, an die komme ich gar nicht mehr ran. Ganz merkwürdig. Oh, wir nehmen erstmal wieder Haltestellen weg. Boah, hier fährt sie einmal, hier fährt sie zweimal. Hier ist noch irgendwas komisch. Soll das so sein? Ey, hier ist da immer noch Wildwuchs. Naja, weg hier. Ah. Zu viel, zu engen Raum. Hier ist eigentlich auch ganz schön eng, ne? Da bleiben wir mal auch fern. So, und dann die Nummer. Wir kommen an. Wir fahren hier nach links. Fahren dann einmal hier rein. Fahren dann rechts. Fahren weiter. Fahren wieder hier rein. Und fahren hier lang und wieder zurück. Das finde ich ist eine angenehme Abdeckung. Psycho mit den Stationen müssen wir noch mal ein klein bisschen. Klick, 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 tausendmal geklickt, nichts passiert, was ist da los? Ach, wahrscheinlich wird hier eine Bushaltestelle sein oder so. Hier geht's. Oh, hier ist wieder irgendwas gebuggt und ein komisches Straßenteil. Ein bisschen nach hierfür. So, hier ist ja keine. Oder gar keine. So. Hier machen wir es so. Und hier ist kein Platz. Mittig jeweils noch. Sieht gut aus. So, was haben wir denn da oben? Ach, hey. Leute, das nimmt ja kein Ende hier. Und hier sehe ich auch keine weitere Station. Könnte sein, dass hier auch das Straßenstück irgendwie malat ist. Ne, hier, da. Schwupp, erledigt. Ja, hab ich umgebaut und er hat sich automatisch eine andere Straße gesucht in dem Moment, um die Station irgendwo anzudocken. Oh. Leute, was ist denn hier los? Okay, werden wir uns angucken, aber erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.